Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir kommen heute mal zu einem Hersteller, der relativ selten hier auf dem Kanal ist. Aber ich habe mir mal eine neue Sorte besorgt, weil ich dachte, den hattest du glaube ich schon mal und den hast du sehr gefeiert. Und wenn nicht, wird es halt ein Reinfall. Aber ich hoffe es natürlich nicht, Freunde. Wir gucken uns heute mal den Nameless Californication an. Quasi die Nummer 515 aus dem Sortiment. So rum wollte ich das Ganze sagen. Was der Kollege kann, was er kostet, welcher Flavor, pipapo und so weiter, erfahrt ihr hier in dem Video. Deswegen bleibt dran und viel Spaß dabei. Ja, Freunde, wie gesagt, Nameless Californication heißt der Kollege. Wir machen hier mal fix die OVP. Ist Nameless üblich oder typisch, sage ich mal. Ist quasi wie beim Black Nana. Bloß, dass das Ganze hier weiß gehalten ist, wie ihr seht. Rechts und links haben wir die üblichen Warnhinweise. Oben nochmal Nameless Logo mit Warnhinweis und das war's auch schon. Kommt auch in derselben Dose wie Black Nana, also nicht in derselben Dose, aber im selben Dosendesign. Wie gesagt, bloß dass das Ganze weiß ist. 16,90 € 200 Gramm kostet euch der ganze Lachs. Geht vom Preis, wie gesagt, völlig in Ordnung bei Nameless. 16,90 € ist okay. Wir gucken uns mal den Schnitt an. Das Ganze soll im Übrigen sein Kaktusfeige, Blaubeere, Menthol und noch ein vierter Flavor. Den muss ich jetzt fix nachgucken. Ich habe mir das hier mal unten aufgemacht. Blaubeere, Kaktusfeige, Limette, Menthol. Limette war der vierte Flavor. Soll das Ganze sein, ist ein Flavor oder ist eine Flavor-Kombination, wo ich mir vorstellen könnte, die des Öfteren zu rauchen. Aber wir werden sehen, Freunde. So, Döschen ist auf. Ich rühre es jetzt erstmal fix hier um. Schnitttechnisch kann ich jetzt schon sagen, Nameless typisch, mittlerer Schnitt geht klar. Ich zeige euch erstmal hier den Schnitt, Freunde, da habt ihr das Ganze. Ist ein mittlerer Schnitt, nichts Weltbewegendes, ist völlig okay. Geruchlich gucke ich jetzt mal. Also geruchlich ist es eine schwere Kombination, wo ich jetzt gerade für mich persönlich sage, auf der einen Seite riecht übelst geil und auf der anderen Seite sage ich mir so, aber es ist wirklich, es ist so ein 50-50 Ding. Es riecht verdammt interessant, es riecht, also ich würde sagen, es ist die Kaktusfeige, weil die erinnert mich, sage ich mal, so ein bisschen an diese Holsternote, so ein bisschen von Eiskaktus. Aber Menthol, hier gar nichts. Ich würde vielleicht noch mit der Blaubeere gehen. Limette minimal, aber im Vordergrund ist für mich jetzt wirklich diese Kaktusfeige. Und dann hast du einfach so was Bäriges, so was für mich einfach die Blaubeere ist. Aber Menthol rieche ich jetzt nicht raus, beziehungsweise finde ich es jetzt nicht besonders intensiv, muss ich sagen. Und geruchlich ist es einfach so, dass ich sage, so 50%, ja. Und die anderen 50% so, nee. So ist das gerade so von der Gefühlslage. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ich gehe mir fix ein Köpfchen bauen, hole die Kohlen und dann testen wir den ganzen Bums mal, was er so im Rauchtest kann und vor allem, wie er auch schmeckt. Also, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Köpfchen ist gebaut, wie ihr sehen könnt. Das Ganze rauchen wir heute mal in der Aeon Edition 3, unten mit einer Frosted Bowl, oben passend dazu mal den weißen Mahalla rausgeholt. Eine Lage Panzeralu, Black Kokos Kohlen, 3 Stück an der Zahl. Ich wollte eigentlich erst das Apple on Top 7 nennen, aber so rum geht das Ganze auch. Dazu weißer Schlauch und ein Glasmundstück, wobei ich eigentlich nicht mehr so Fan von Glasmundstücken bin. Aber hier geht das schon mal. Ich habe das Ganze randhoch gebaut. Eigentlich wie ich jeden Funnel baue, egal ob Videostream oder wenn ich so Offstream rauche. Ließ sich relativ gut bauen. Wie gesagt, geruchlich war das wirklich so ein 50-50 Ding. So, ja, okay, kannst du dir richtig gut vorstellen, dir das zu gönnen. Und so, nee. So ein Ding war das einfach. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ich hatte den schon mal. Und fand den damals relativ geil. Wenn der das wirklich ist, ich weiß es nicht mehr genau. Ich nehme jetzt mal hier den ersten Zug und guck mal, was von 4 Flavoren hier überhaupt durchkommt, Freunde.
Okay, er hat schon mal Hitze. Und auch hier ist das wieder, sage ich ganz ehrlich, das ist hier auch wieder so eine Nummer. Das ist hier wieder so eine Nummer, so, du ziehst und denkst dir so. Und auf der anderen Seite sage ich mir auch gleichzeitig so, was ich sagen muss, was beim Rauchen jetzt mehr überwiegt, wo ich mir wirklich sage, so, ja, okay, ist jetzt nicht das, was du immer ballern könntest, aber es ist mal was anderes und es schmeckt eigentlich ganz geil. Das ist wirklich ein Tabak, der mich das erste Mal so richtig durcheinander bringt. Also rauchtechnisch kann ich mich nicht beschweren. Es ist auch, finde ich, ein sehr angenehmer Rauch, ein sehr leichter Rauch. Jetzt so nach den paar Zügen muss ich sagen, holt er mich doch schon ein ganzes Stück mehr ab als gedacht. Es ist vom Geschmack, finde ich, ganz schwer zu beschreiben. Es ist so ein Ding, du hast, sag ich mal, sowas leicht Spritziges von der Limette, was Exotisches von der Kaktusfeige und dann diesen Blaubeergeschmack. Menthol würde ich hier nicht sehen. Also wenn hier Menthol drin ist, ist es relativ schwach, aber ich glaube nicht, dass Menthol drin ist. Aber es ist wirklich wahnsinnig schwer. Also ich kann jetzt ja nicht sagen, Kaktusfeige, Limette, Blaubeere. Es kommt alles einfach so auf einmal. So, Freunde. Ich habe dem Ganzen jetzt nochmal, während ihr den Cut quasi gesehen habt, ein bisschen Zeit gegeben, habe nochmal ein paar Züge genommen. Ich finde es von Mal zu Mal wirklich besser, muss ich sagen. Es ist jetzt kein Tabak, wo ich sage, könnte ich immer ballern oder könnte ich jetzt im Stream, wenn ich 4 Pfeifen oder so rauche, könnte ich dort 4 Pfeifen nochmal rauchen. So ist es nicht. Ich finde den Flavor aber sehr, sehr interessant. Wie gesagt, beim Geruchstest war es wirklich so ein 50-50-Ding. Und umso länger du, finde ich, hier dran ziehst, finde ich ihn immer besser. Du kannst, oder ich kann jetzt nicht direkt sagen, als erstes kommt Blaubeere, als erstes kommt das. Das kann ich nicht sagen. Es kommt wirklich so alles so wie so ein Zahnrad ineinandergreifend, so auf einmal. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, bei dem Tabak, es ist nicht wirklich für jedermann was. Der eine wird vielleicht sagen so, oh nee, es ist mir ein bisschen too much. Ich finde, es ist halt mal was komplett anderes, muss ich wirklich sagen. Es ist mal was komplett anderes. Auch so dieses Bärige kombiniert mit diesem exotisch spritzigen, finde ich, ist, ich will jetzt nicht sagen gewagt, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Aber es ist gut abgestimmt. Es ist einfach gut abgestimmt. Und von mir kriegt der Nameless Californication, da habt ihr das Ganze, Nummer 115, 16,90 € 200 Gramm, eine Kaufempfehlung, einfach aus dem Grund, weil es mal was anderes ist, als die üblichen Sorten, die ich sonst so rauche. Ja, Freunde, dann soll es an der Stelle schon gewesen sein mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo hier unten da. Wer den schon mal geraucht hat, kann auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zum Nameless Californication sagt. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr interessant. Und dann möchte ich das Video an der Stelle beenden, Freunde. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag im nächsten Video, Freunde. Und jetzt geht der letzte Zug, quasi der Wochenendszug, geht hier auf euch. Reingehauen.